Hey Leute, hier ist der GigaX und herzlich willkommen zum weiteren Video über Call of Duty Advanced Warfare. Eben am heutigen Video geht es mal darum, wie man in Advanced Warfare auf Sound spielen kann. Das ist nämlich auch wirklich möglich, also wie ihr quasi mit Hilfe von Sound Gegner orten könnt, also wisst ungefähr, wo die sind und ja, das zeige ich euch jetzt heute mal, wie das in Advanced Warfare geht. Ja, die meisten Leute denken wahrscheinlich, dass man in Advanced Warfare nicht auf Sound spielen kann, also ähnlich wie das in Black Ops 2 war, wo man zwar ein bisschen auf Sound spielen konnte, wo es auch einen extra Perk dazu gab, aber wo das Ganze halt nicht besonders nützlich war, also wo man es nicht besonders gut konnte. In MW3 und Ghost zum Beispiel, da konnte man ja extrem gut auf Sound spielen, also da hat man ja wirklich die Gegner über die halbe Map gehört und das war wirklich ein Riesenfaktor in diesem Spiel. Und ich wollte euch jetzt heute auch mal zeigen, dass das Ganze in Advanced Warfare möglich ist und es hat mir auch schon wirklich sehr häufig geholfen, also ich weiß nicht, ob man es jetzt an dem Gameplay im Hintergrund sieht, aber es ist ganz häufig so, dass ich mich dann rückartig zur Seite umdrehe, obwohl er nirgendwo zu sehen war und auch nicht auf dem Radar oder so, aber einfach, weil ich ihn gehört habe und das hat mir häufig schon geholfen, wie gesagt, und das macht einen echt zu einem deutlich besseren Spieler. Ja, deshalb zeige ich euch jetzt heute mal, wie das geht. Ich empfehle euch, dass ihr das Video irgendwie auf Kopfhörern schaut oder so, also ich versuche so ein bisschen den Surround-Effekt auch reinzubringen, also ich weiß nicht, wie doll man das nur im Video hört, also man hört es im Original auf jeden Fall, aber im Video, wie gesagt, am besten schaut ihr es mit Kopfhörern, um das Ganze besser nachvollziehen zu können. Wenn ihr das jetzt nur mit auf dem Handy schaut oder auf normalen Boxen, ist es halt auch in Ordnung. Dann hört ihr halt nur das Geräusch und könnt es nicht orten, aber es ist auch in Ordnung. Also das müsst ihr machen, wie ihr wollt. Dann kommen wir auch schon mal zum ersten Punkt, nämlich das Headset. Ihr solltet natürlich mit einem Headset spielen, wenn ihr wirklich auf Sound spielen wollt. Wie gesagt, man kann es auch mit theoretisch mit Boxen machen, aber dann weiß man halt nur, dass ein Gegner in der Nähe ist. Man kann ihn nicht orten. Deshalb sollte man schon mit einem Headset spielen. Ich kann jetzt da auch nicht genau sagen, welches Headset das beste ist oder was man wirklich braucht, weil es gibt da immer so Sachen, also da wird immer häufig diskutiert, was jetzt besser ist. Es gibt einmal Stereo-Headsets, die sind meistens am günstigsten. Sind dann quasi zwei Lautsprecher, einer links, einer rechts und dementsprechend kann man dann orten, ob der Gegner links oder rechts ist. Dann gibt es 5.1-Headsets, da sind dann fünf Lautsprecher quasi in dem Headset verteilt, jeweils einer hinten quasi, einer simuliert hinten und zwei an den Seiten. Und dann gibt es 7.1-Headsets, das quasi mit 7 Lautsprechern funktioniert. Ich kann jetzt nicht sagen, ob 7.1 wirklich das Beste ist, weil es gibt auch Leute, die sagen, dass es völlig egal ist. Es gibt auch Leute, die sagen, dass 7.1 aber trotzdem besser ist. Also wie gesagt, das kann man nicht sicher sagen. Ich persönlich habe das Logitech G35, das ist ein 7.1-Headset. Und das habe ich jetzt auch schon ziemlich lange und kann es auch wirklich sehr empfehlen. Also es haben sogar schon ein paar von meinen Zockerkollegen, sage ich jetzt mal, auch gekauft, weil es wirklich so empfehlenswert ist. Also damit kann man wirklich ziemlich gut orten, Gegner orten. Allerdings habe ich jetzt noch nie mit einem Stereo-Headset gespielt, also kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt ein großer Unterschied ist, aber ja, also das Headset kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, es ist auch in der Beschreibung verlinkt. Falls ihr kein gutes Headset habt oder falls ihr noch gar keins habt, könnt ihr mal überlegen, ob ihr das dann kaufen möchtet. Ja, also ihr solltet auf jeden Fall mit einem Headset spielen, um einfach zu orten, von wo das Geräusch kommt und wo dann ungefähr der Gegner ist. So, dann zeige ich euch jetzt mal in-game, wie das Ganze funktioniert. Also erstmal habe ich hier so ein paar Tests gemacht, da werde ich dann auch nicht kommentieren, damit ihr euch wirklich auf das Geräusch konzentrieren könnt. Als erstes testen wir hier mal, wie ich stehe quasi in der Mitte und dann habe ich das mit Bote getestet, sein Channel ist auch in der Beschreibung verlinkt. Er läuft jetzt quasi im Schleichmodus, also in diesem Kriechgang um mich herum. So wie ihr jetzt gehört habt, man hört tatsächlich etwas und man kann es auch wirklich, also ihr könnt es euch nochmal anhören und dann die Augen schließen, man kann es wirklich orten, aus welcher Richtung es kommt und es ist auch, glaube ich, das erste Mal in COD, dass man mit diesem Crouch Walk oder wie das heißt, dass man damit immer noch ein Geräusch macht. Natürlich, die Schritte sind jetzt nicht so mega laut wie in MW3 oder so, aber sie sind schon hörbar, das hängt allerdings auch immer so ein bisschen von dem Untergrund ab, also hier war das jetzt so eine schlammige Region, wenn man zum Beispiel auf Steinen steht oder so, ist das wieder etwas anders. So, dann haben wir das Ganze hier noch getestet mit ganz normalen Laufen, das könnt ihr euch jetzt auch mal anhören. Und ihr hört, das ist so ein klein bisschen lauter, also man kann es etwas besser hören und ja, so damit kann man auch auf jeden Fall etwas die Gegner orten, allerdings ist es halt sehr schwierig, vor allem wenn, wenn viele Gegner da sind, also in einem One-on-One oder so kann man das dann relativ gut gebrauchen, aber wenn man jetzt zum Beispiel ganz normales Herrschaft oder Team Deathmatch oder so spielt, dann ist einfach so viel Lärm auf der Map, dass man das häufig überhört oder nicht wirklich zuordnen kann. Dann gibt es aber ja in Advanced Warfare auch noch diese Exo-Bewegungsmöglichkeiten und da zeige ich euch jetzt auch mal, wie sich das Ganze anhört, also erstmal ist es jetzt dieses nach vorne Dashen, dieses Geräusch. Und wie ihr hört, macht das wirklich schon ziemlich viel Lärm, also das kann man wirklich ziemlich gut ordnen. Und dann kommen jetzt diese Boost-Jumps nach oben.
Und da hört ihr, dass sie wirklich ziemlich laut sind und dass man die auch wirklich ziemlich gut ordnen kann. Das ist nämlich quasi schon so ein richtiger Knall und den bekommt man eigentlich immer mit. Und dann haben wir jetzt noch getestet, wie das Ganze so aussieht, ob man auch wirklich durch Wände hören kann. Und da seht ihr jetzt mal hier das Testergebnis. Ihr merkt also, man hört es wirklich ziemlich gut durch diese Wand zumindest. Also je dicker die Wand und je weiter es entfernt ist, desto schwächer wird der Sound natürlich. Aber es ist wirklich möglich. Also man kann diese ganzen Bewegungen und Geräusche auch durch Wände orten. Also das heißt, dass man wirklich auch einen gewissen Reichweite hat, wo man die Geräusche orten kann. Also durch Wände geht es auch auf jeden Fall. Und ihr seht das jetzt auch nochmal hier, wo ich einfach in der Mitte auf der Map stehe. Und trotzdem höre ich links, dass er links von mir steht, obwohl er wirklich auf der ganz anderen Seite im Spawn ist. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Also ihr merkt quasi, die Geräusche haben wirklich eine ziemlich große Reichweite. So, abschließend wollte ich euch dann noch einen Trick zeigen. Und zwar, wenn ihr mit dem System-Hack spielt, dann machen die Gegner wirklich extrem laute Geräusche. Also dann zischen diese Exoskelette so. Und das kann man wirklich extrem gut ordnen. Also wenn ihr quasi ein System-Hack oben habt, dann fällt es wirklich richtig leicht, die Gegner zu ordnen. Also das ist auch quasi nochmal ein Vorteil. Das ist quasi, ja, ist fast schon wie so eine Drohne, würde ich sagen. Also zumindest für mich, dass ihr da wirklich einen kompletten Überblick über die Map habt, wo jetzt welche Gegner stehen. Ich zeige euch das jetzt auch nochmal hier in den paar Tests, wie gut man das wirklich hören kann. Ein von EMP getroffen. Ausrüstung und Exoaktionen ausgefallen. So, ihr habt es ja jetzt gerade gehört, dieses Zischen ist wirklich sehr laut und man kann es auch ziemlich gut orten. Also das ist wirklich am leichtesten, da mit die Gegner zu orten. Ja, also ich hoffe, dass ich euch das so ein bisschen zeigen konnte, dass man tatsächlich in Advanced Warfare Gegner orten kann und wie das Ganze funktioniert. Es ist wirklich, wenn man es mal darauf achtet, auf diese Geräusche, also ihr müsst halt nicht so auf die Schritte achten, sondern mehr so auf die Exo-Bewegung auf diese und auf diese System-Hack-Zischen da. Wenn ihr da wirklich drauf achtet, wenn ihr darauf lernt, darauf zu achten, dann werdet ihr wirklich deutlich besser, weil ihr dann echt ja immer eine Ahnung habt, ob da jetzt gerade ein Gegner steht oder mehrere. Also das kann einem auf jeden Fall ein großer Vorteil sein. So, das war's dann jetzt auch mit dem Video. Also ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen mit den Tipps. Wie gesagt, mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Und das war's für heute. Haut rein, Leute.